Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zottel und Krienchen Zocken Analog mit dem Exit-Spiel und Puzzle der einsame Leuchtturm. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen und welche Rätsel wir diesmal lösen müssen. Viel Spaß dabei! Nee, mein Gott, ey, das kann doch nicht sein. Das ist doch so ein auffälliges Teilchen, ne? Das kann doch nicht sein, dass das nirgendwo, dass wir das noch nicht gefunden haben. Das müsste doch passen, oder nicht? Oder das? Nee, nicht kaputt machen hier. Sabotage. Nee, gut, das kann nicht passen, Gringchen. Hier ist auch noch so, da sind so, da regnet es wie Bindfäden drauf. Kann ja auch nur eine bestimmte Richtung weisen. Sag ich ja. Weil das Wetter wird, der Regen wird ja nicht plötzlich quer fallen. Nee. Nö, eher weniger. Versteckt doch da nicht immer der versteckt da Puzzleteile. Das sind meine Teile. Und dann versteckt er die, die ich auch noch brauche. Betrug, Sabotage. Da guck, wie sich plötzlich alles zusammenfügt. Wie als wäre es schon immer, als wären die Teile schon immer da gewesen. Hey, das ist auch erst das erste Puzzle. Nee, hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Achso. Ja. Okay. Wir haben jetzt auch nur die Hälfte der Zeit für dieses Puzzle gebracht. Crazy. Okay, wir haben eine Kiste. Und wir haben einen Winker-Alphabet. Achtung, Gefahr, Schiff, sofort abdrehen. Und wir haben ein rotes und ein weißes Zahlenschloss. Jetzt müssen wir die Kombination rauskriegen. Was nehmen wir zuerst? Weißes? Gute Frage. Wir müssen, also irgendwas davon muss aufgehen. Ich könnte mir vorstellen, also wir probieren jetzt einfach zuerst uns irgendwie ein bisschen an dem Roten zu versuchen, weil ich habe dieses Winkeralphabet, ne? Das sind halt 5 Positionen. Dann ist es das hier, ne? Oder ist es das? Ne, das ist das da. Wusste. Ne? Und das könnte man ja. Was war das denn jetzt? Es hat gerade gepiept. Crazy. Dein Headset ja, das war das Headset. Als Uhrzeiten sehen. Und es gibt Ziffern, die doppelt vorkommen. Also. Zum Beispiel hier, wenn wir das ja als 9 Uhr bezeichnen, wird die sogar 3-mal benutzt. 9 Uhr? Mhm. 3 Uhr, wenn. Ne, hier oben ist ja 12. 3, 6, 9. Ach so, das. Hä? Warum soll das 9 Uhr sein? Weil hier oben 12 ist. 12, 3, 6, 9 Uhr. Halb 9, wenn. Weil der zweite Arm ist ja nach unten. Ja, aber es geht ja nur um diese Position. Die ist ja 3, dass man. Wir haben ja nur 3 Ziffern. Also 3 Zahlen, die wir brauchen. Und vielleicht die. Die mehrfach durch diese ja, Ärmchen. Dreimal eine 9. Ja, also die 9 wird von mehreren benutzt, also die. Zum Beispiel die 12 ist auch einmal. War noch nicht drauf. Ja, genau, deshalb kann die 12 ja auch gar nicht sein. Meine Idee funktioniert nicht. Warte mal. Und wenn man das nicht als. Redest du auch mit uns und überlegst nicht nur? Ja, das ist, wie du gesagt hast, die 9. Ja. Also irgendwie. Dann wäre ja da noch eine 3 und eine 6. Ja. Die 6 ist 2-mal, die 3 ist 1-mal und die 9 ist 3-mal. Dann ist es 3, 6, 9.
Ja, bei die 12 ist ja auch, oder die, Ja, oder? die kann man aber nicht einstellen. Also 3, 6, 9. Also wäre das, dann sag mal die Symbole. Ein L, ein Kreis und das X. Ein L. Also wir haben keine, keine Ahnung. Nee, gibt's nicht. Ich lege mal die Seekarte Ich hab's auch raus. verkehrt eingestellt. Aha. Die 6 ist nur einmal drauf und die 3 zweimal. Also musst du erst die 6 dahin. Die 3 Ja, aber selbst wenn. und die 9. Dann hast du Quadrat, Fluss, Stern. Oder Stern, Stell das Fluss. mal so ein, dass du von innen nach außen gehst. Also genau andersrum, weil die Kombination habe ich hier nicht. Das ist ein bisschen das Blöde, wenn man jetzt ein bisschen strauchelt oder ein bisschen sich vertut. Das hatten wir nämlich auf der Spielemesse, dass wir durch Zufall, also wir haben völlig falsch gerätselt und sind plötzlich ein Rätsel weitergelandet, als wir sollten. Ja, weil wir schlauer sind. Ja, genau, weil wir schlauer sind, weil wir so schön sind, so Das schlau. wäre dann die Kombination. Also das Y, das Nee. Karo. Also hier fängt es mit Mond, das ist Mond am Anfang, das ist eine Raute, hier ist auch eine Raute. Das ist so ein Teil, hier ist noch ein Mond und ein Y. Also ich habe das und die mit Y, Dreieck nach unten, Raute oder 3Y, Also aber. das stimmt das nicht. Dann stimmt das nicht. Dann probier das mal für die Kiste. Vielleicht ist es nicht für das Rote, sondern für die Kiste. Vielleicht ist in der Kiste was drin, um das Rote aufzukriegen. Was hatte ich gesagt? Eine Ich drei. kann das auch mal aufschreiben. Ich weiß, dass die Zahlen 3, 6 und 9. Eine sechs, zwei, drei und drei, neun. Ja. Also 6, 3, 9. Fangen wir erst von oben an. Ja, weil das für mich viel logischer ist, von groß nach klein zu drehen. Ja, hier ist gar nichts logisch. So. Ich habe nichts, was mit dem. Sch Was ist das denn? Das hier, ne? Ja. Das ist die erste, dann kommt ein Stern und das habe ich nicht. Und andersrum wäre ein Pluszeichen, damit fange ich auch nicht an. Also dreh es mal andersrum, dass unten. Dass du von klein nach groß gehst. Das ist ja blöd. Irgendwas ist. Dann hast du das Y Raute Raute. Y. Okay, dann ist Oder es. Raute Raute Y. Raute, Raute, Y habe ich auch nicht. Ne, hier habe ich nur Mond, Y, Y, Dann hat Y. das damit überhaupt nichts zu tun. Dann hat das damit gar nichts zu tun, genau. Was könnte das denn noch sein? Vielleicht ist es auch nicht Uhrzeiten. Vielleicht ist es auch nicht 3, 6, 9, sondern 1, 2, 3, 4. Weil es ist ein Würfel, der hat 6 Seiten und das hat damit gar nichts zu tun. A, B, C. Also hier sieht man auf der Kiste A, B und C. Für euch vielleicht ein bisschen, doch, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Ha. Eine sehr gute Frage. Ja, Zoll, dann lass uns mal. Also mehr sehe ich aber jetzt auch nicht als Hinweis. Mehr haben wir ja auch nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die Seekarte uns weiterbringt, weil die haben wir ja auch nicht. Die kann auch mal da weg, weil die auch gar nichts mit den Schlüsseln zu tun hat. Achtung, Gefahr, Schiff sofort abdrehen. Alphabetische Reihenfolge ergibt sich hier auch nicht, weil davon haben wir dann was? Gar nichts. Wenn das 1, 2, 3, 4 ist, ne? Wir haben 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 mal die 2
Na, wenn oben die 1 und dann hier die 2 ist, dann haben wir 1, 2, 3 mal die 2, einmal die 1. Wie kommst du denn jetzt darauf, dass oben eine 1 sein soll? Keine Ahnung, wenn das mit der Uhrzeit nicht geht, dann vielleicht oben 1 als Kompass. Norden, Süden, Osten, Westen. Ich habe einen Bolzenschneider, ich schneide das Schloss einfach auf. Das zählt nicht. Mir gerade auffällt, wir haben hier die 12 auch total außer Acht gelassen. Ne? Wir haben ja nicht nur drei Zeichen, sondern wir haben ja noch die 12. Das heißt, das mit dem Schloss hätte vielleicht von vornherein irgendwie nicht. Was könnte Quersummen bilden? Ist auch immer total beliebt. Wenn wir das wirklich als Uhr sehen, dann haben wir bei dem ersten Vogel 3 und 6. Aber da haben wir ja dann, da hätten wir 5 Zahlen. Außer es kommt hinterher eine ganz lustige Quersumme bei raus. Das ist 12 und 3 macht 15, sofern ich das weiß. 6 und 9 ist auch 15. Crazy. 12 und 9 ist 21. Und 3 und 9 sollte 12 sein, ne? Kommt auf jeden Fall schon mal keine dreiziffrige Zahl raus. Das ist doof. Das wäre jetzt cool, wenn jetzt dadurch die Quersumme quasi 136 ergeben würde oder 112 oder keine Ahnung. Aber soweit ich das gerade überblicke, 30, 60, 72. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Doch. Wir brauchen ja leider drei Ziffern. Wir können 0 einstellen. Ja, ich glaube. Ja, dann mach mal 072. Wir haben 3 mal die 9, 2 mal die 12. Nee, haben wir nicht. Warte, oder? Als letztes oder als erstes ein L? Als letztes oder erstes ein L? Nee. Nee. Nö. Dieses L gibt es nur ein einziges Mal in der Mitte. Muss es andersrum einrennen. Aber ich glaub das nicht. 12 ist 2 mal. 3 ist 2 mal. 6 ist 1 mal. Nein, Quatsch, was rechne ich denn da? Die 3 ist 2 mal. Die 6 ist 2 mal. Und die 9 ist 3 mal. Was denn? Y? Nein, haben wir auch nicht. So. Axt und die Tür aufhaben. Ja, haben wir alles nicht mit. Wir sind ja unverhofft hier reingekommen. Quersumme, ich liebe Quersumme. Verdammte Axt. Ja, ich hätte gerne eine. Bist du jetzt bei dem roten oder bei dem weißen? Bei dem weißen. Bei dem weißen. Schummelst du? Ja, wenn wir nicht weiterkommen, brauchen wir einen Tipp. Erste Puzzle gelöst und wir brauchen einen Tipp. Ja. Aber ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, bis wir uns in das Ganze reingedacht haben, Was ist denn jetzt bei den Weißen? Tipp 1. Tipp zum Öffnen der Holzkiste. Erster Tipp. Schaut euch die alte Holzkiste auf dem Puzzle an. An drei Seiten ist sie mit einem weißen Buchstaben bemalt. Das könnte ein Hinweis auf die Reihenfolge sein. Gibt es zwischen den Seiten auffällige Unterschiede, die euch zu einem dreistelligen... Die was? Die Anzahl der Nieten. Oh, wow. Okay, darauf wäre ich mein Leben nicht gekommen. Also A. Das heißt, wir müssen einfach das ja. Puzzle genauer angucken. Das heißt, die Nupsis spielen eine Rolle. Also A ist B. Also A ist 1 dann, oder was? Nee, 4 Nieten sind auf der Seite. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Nieten gedeint sind. Ja, und warum hat man sonst 3 Nieten, 4 Nieten, 6 Nieten? Oh, okay. Das ist vielleicht... wow. Hauptsache, ich bin mit Quersum dabei. Y.
Y, Y, Y. Oh, wir haben einen Aufschlag. Mensch. Fantastisch. Das Schloss in der, an der Kiste lässt sich öffnen. Als ihr den Deckel aufklappt, schlägt euch ein fauliger Gestank entgegen. Im Inneren, im Inneren der Kiste liegen ein paar Fischernetze. Sie sind jedoch so kaputt, dass wohl niemand mehr vorhatte, einen Fisch mit ihnen zu fangen. Gerade wollt ihr die Kiste wieder zuschlagen, da seht ihr ein altes Heft mit der Aufschrift Seekarte am Bord der Kiste liegen. Ihr fischt das nasse Etwas heraus. Nehmt euch jetzt das Rätseldokument mit der Aufschrift Seekarte aus dem Stapel. Ah, ich muss es eben lassen. Nee, lass mal. Als ihr die Seekarte aufschlägt, fällt ein Stück Papier heraus. Mühsam versucht ihr, die Schrift auf dem durchweichten Papier zu lesen. Wie viel Zeit? Und da ist ein Puzzlezeichen drum. Nein, das noch nicht, Zottel. Das muss weg. Weg da. Aber das ist doch das Stück, was... Nein, das hier. Okay. Dann hätte hier bestimmt gestanden, Stück Papier heraus. Mühsam versucht ihr diese Schrift. Und das ist hier das Papier. Ah, okay, das ist uns da. Wie viel Zeit liegt wohl zwischen Schiffsrumpf und Klippe? Das Schiff segelt hart an der Kante. Doch welche Route hat das Schiff nur genommen? Seekarte richtig platzieren. Alles schraffieren. S, W, S, O, S, O, S, also es sind auf jeden Fall Dingenskirchen. Achtung, abdrehen, Gefahr, Schiff abdrehen, sofort. Okay, das erklärt das Ding. Wie viel Zeit, und um das Zeit ist ein Puzzleteil, liegt wohl zwischen Schiffsrumpf und Klippe. Was wäre jetzt das Puzzeln oder was? Nee, ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir sind hier immer noch, weil wir haben ja das hier noch nicht offen. Wie viel Zeit? Liegt wohl zwischen Schiffsrumpf und Klippe. Das Schiff segelt hart an der Kante, doch welche Route hat das Schiff nur genommen? Seekarte richtig platzieren. Also hier ist das Schiff. Ja, und das ist ja da. Und alles schraffieren, dann brauchen wir einen Bleistift. Süden. Aber und das wird wohl der Leuchtturm sein. Ja, da. Also aber. Dahin gefahren. So, ich pack's mir eben zur Seite. Wer ist denn dahin gefahren? Süden dahin gefahren. Osten. Dahin gefahren. Süden. Osten. Süden. Westen. 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 Norden, 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 Westen, Süden, Westen, Norden, Westen, Süden, Süden, Osten, Osten. Bist du jetzt einmal im Kreis gefahren oder was? Nee, ich bin jetzt auf den Dings gefahren. Ja, wir hätten das zählen müssen wahrscheinlich. Achtung. Oder was? Aber was bringt denn das zu schwaffieren? Ich habe keine Ahnung. Also erstmal hole ich einen Kugelschreiber. Weil wenn man das das erste Mal... Nee. Wenn man das erste Mal falsch macht, ist das ein Arsch. Ja, ja. Ja, ja. So, das ist nicht... Das ist das hier normal? Nee, das ist kein normal. Wir sind total gut vorbereitet. Das ist ungefähr so wie jeden Dienstag beim Basteln. Wir haben alle Materialien, die man so braucht. Wie viel Zeit? Und da ist ein Puzzleteil drum. Also ist die Zeit ein Puzzlestück. Liegt wohl zwischen Schiffsrumpf und Klippe. Das Schiff segelt hart an der Kante. Doch welche Route hat das Schiff nur genommen? Seekarte richtig platzieren. Alles schraffieren. Das war ja nie, da war nichts drauf. Da war nichts hinten drauf. Hier ist so ein schwarzes Ding. Wo müssen wir das platzieren? Mit was muss das eventuell übereinstimmen? Das, weil es heißt ja richtig platzieren. Also muss auf dem Puzzle irgendwas sein. Ne, das ist ja dann außerhalb. Hier ist eine blaue Linie und da ist eine blaue Linie. Und wenn du die so hinlegst, dann passt funktioniert das.
Darum sind die blauen Striche da. Und das war... Ah, wenn du das jetzt schraffierst, malst du den Puzzle, das Puzzle. Ja, ja, aber... Das ist vielleicht irgendwelche... Also wenn wir jetzt sagen... Wir können auch sonst erstmal ein Blatt da drüber legen, weil erstmal mit einem... Das war's leider schon wieder. Weiter geht es in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat und auch die ganze Reihe euch gefällt, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr so die Rätsel findet. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal von Zoddle und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!